Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute früh auf dem Weg von Hamburg nach Bremen, denn ich bin heute zu Gast bei Dennis Wittus und wir schnacken ein bisschen über Tesla, Zulassungszahlen, Referral-Programm, Strom und so einige andere Punkte in seinem Format Moin Tesla. Ich denke, die meisten von euch, die sich für Elektroautos interessieren, kennen den Kanal von Dennis Wittus, der schon seit einiger Zeit nicht nur Tesla fährt, sondern auch auf dem Dach seiner Firma selber Strom erzeugt und mit seinem Tesla auch schon viele Videos gedreht hat. Unter anderem war er mit im Urlaub in Italien und er hat viele andere Sachen mit dem Tesla gemacht, die auch ich mir angeguckt habe, wo auch ich Spaß gehabt habe, mir das anzuschauen und das ein oder andere an Info auch mitgenommen habe. Und ich bin heute bei ihm zu Gast. Wir schnacken zum Thema Tesla in seinem neuen Format Moin Tesla, das er ja regelmäßig bringen wird. Bin mal gespannt auf dieses Format und ich werde das sicherlich auch weiter beobachten. Alles rund um Tesla, so im Stile einer Talkshow will ich nicht sagen, Info, bisschen Talk. Neulich hatte er jemanden zum Thema Versicherung, auch ein Thema, wo ja dem einen oder anderen der Schuh drückt, denn die Tesla-Versicherungen werden immer teurer. Also da gibt es ein paar interessante Tipps und Tricks. Und heute werden wir dieses Format zusammen gestalten und wollen sprechen über die Zulassungszahlen des Jahres 2018. Die sind ja veröffentlicht worden, gibt es sehr interessante Entwicklungen, die man da nochmal hervorheben kann. Dann wollen wir natürlich sprechen über das Referral-Programm. Das ist ja das Empfehlungsprogramm, wo diejenigen, die einen Tesla fahren, eine Empfehlung abgeben können. Das heißt, jemand, der einen Tesla kauft, kann sich auf einen Tesla-Fahrer berufen und bekommt dann ein paar Goodies. Im Moment sind das noch 6 Monate kostenloses Supercharging. Das heißt, wenn ihr einen Tesla kauft, nehmt einen Referral-Code von jemandem, dann kriegt ihr 6 Monate kostenloses Free Supercharging auch für das Tesla Model 3. Referral-Codes gibt es genug da draußen. Ich habe auch einen. Ich freue mich darüber, wenn ihr meinen nehmt, natürlich. Und Dennis hat es geschafft, über diese Referral-Codes tatsächlich einen kostenlosen Tesla Roadster zu bekommen. Also wenn man 55 Empfehlungen zusammenkriegt in seinem Tesla-Konto, wenn also 55 Tesla-Käufer sich auf den eigenen Referral-Link berufen in einem gewissen Zeitraum, dann bekommt man einen Tesla Roadster, so es ihn dann gibt, ab 2020 kostenlos von Tesla. Ist schon stolze Geschichte, was er da geschafft hat. Es gibt noch ein paar andere in Deutschland, die einen Tesla Roadster kostenlos bekommen. Und ja, mein Gott, also das Ding kostet, glaube ich, 200.000 Euro. Das ist schon irre, sowas kostenlos zu kriegen. Also geile Sache, muss ich sagen. Wenn ich sowas kriegen würde, würde ich einen riesen Fass aufmachen. Davon bin ich noch eine Stange entfernt. Wenn ihr fleißig Tesla kauft und meinen Referral-Code nimmt, dann mag das vielleicht hinhauen, aber im Moment sehe ich das nicht. Ich freue mich über jeden einzelnen meiner Referrals, also jeden einzelnen, der sagt, Mensch Olli, ich kenne deine Videos, ich finde das gut. Wenn ich einen Tesla kaufe, nehme ich deinen Link und ich freue mich über jeden einzelnen von euch, der das gemacht hat. Viele haben mich angeschrieben vorher und bin stolz auf jeden, der das gemacht hat. So, weiter unterwegs nach Bremen. Das Geschäft von Dennis ist nicht genau in Bremen, sondern nördlich von Bremen, Bremen Nord, also aus Bremen raus Richtung Bremerhaven. Da habe ich noch einen Augenblick zu fahren. Und das Tolle, ich sag mal, ich habe den Wagen heute früh fast oder relativ voll aufgeladen. Mit 88% im Akku bin ich losgefahren und die Navi sagt mir, ich komme auch wieder zurück, ohne zu laden. Finde ich echt geil. Also das ist, Elektromobilität ist heute von den Reichweiten praxisnah. Das, was dieses Auto schafft, schaffen ja auch einige andere schon ansatzweise. Das ist schon wirklich klasse. Es gibt in Bremen natürlich einen Supercharger, den werde ich wahrscheinlich auf der Rückfahrt nochmal ansteuern. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Strom im Bauch und das Ganze ist ein bisschen entspannter. Der Supercharger in Bremen ist leider nur mit 4 Stalls ausgestattet und ist deshalb natürlich auch immer heiß umkämpft.
Aber mal gucken. Jetzt freue ich mich erstmal auf Dennis und auf einen schönen Tag, den wir uns machen werden. Wir werden zusammen drehen und werden über Tesla schnacken, über, wie gesagt, Zulassungszahlen wollen wir reden, Referral-Programm wollen wir reden und über das Thema Ökostrom. Das liegt mir nun wieder am Herzen. Ich werde das in seiner Sendung auch entsprechend gleich nochmal erklären. Wir alle fahren noch jedenfalls mit dem bundesdeutschen Strommix hier im Akku. Der besteht zu 40% aus erneuerbaren Energien, aber er besteht eben auch zu fast 40% aus Strom aus Kohle. Und eine Prise Atomkraft ist da auch noch drin. Also so man denn nicht mit einer PV-Anlage sich den Strom selber praktisch erzeugt und mit dem Strom vom eigenen Dach fährt, fährt man eigentlich immer mit dem bundesdeutschen Strommix. Und deshalb ist es umso wichtiger, bei der Auswahl des Stromanbieters auch auf Firmen zu achten, die daran etwas ändern wollen, die etwas für die Energiewende tun, die nicht nur rein rechnerisch Ökostrom ausweisen oder Herkunftsnachweise kaufen und an ihren grauen Strom diesen Herkunftsnachweis kleben und dann haben wir Grünstrom, sondern Firmen, die echt was bewegen, die diesen Grünstromanteil weiter nach oben pushen wollen, über die 40% deutlich rüber. Wir wollen 100% Ökostrom, wir wollen wirklich klimaneutral hier fahren und insofern, ich habe täglich mit Strom zu tun, beruflich. Ich sehe das immer wieder, dass der Preis das alleinige Kriterium ist. Ja, der Preis ist wichtig. Ich will natürlich nicht zu viel bezahlen. Aber guckt doch mal bei eurem Stromanbieter unter die Haube. Woher kommt denn der Strom? Was tust du für die Energiewende? Ist das echter grüner Strom oder hast du den nur Herkunftsnachweise gekauft? Hinterfragt das ein bisschen und wählt nicht einfach nur in irgendwelchen Vergleichsportalen den ersten aus, der in einer Liste steht und sagt, das ist der billigste. Grün hat er angeblich auch. Und wie das nun genau funktioniert, interessiert mich nicht. Guckt da ein bisschen genauer hin und dann entscheidet euch für einen Stromanbieter, der, ich sag mal, eure Ansprüche zufriedenstellt. Ich denke, der Kauf eines Elektroautos ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo man sich mit dem Thema Strom beschäftigen könnte. Ja, kann man sowieso, sollte man sowieso tun. Wo kommt der Strom her? Aber ich sag mal, ich merke es, diejenigen, die sich ein Elektroauto kaufen, die auf jeden Fall denken dann nochmal über Strom nach. Wie tanke ich das auf? Was brauche ich denn? Und dann will ich ja auch gucken, dann will ich ja auch Ökostrom haben. Wenn sie es bisher noch nicht hatten, ist der Kauf eines Elektroautos häufig der Punkt, an dem sie dann zum Ökostromanbieter wechseln. Aber wie gesagt, guckt da genau hin. Was tut der Energieanbieter? Was macht er für die Energiewende? Woher kommt der Strom genau? Ist das ein Rechentrick mit irgendwelchen Herkunftsnachweisen? Oder kauft er echt neuen Ökostrom ein und bringt neuen Ökostrom ins Netz? Das ist ja das, was wir alle wollen. So, ja, ich bin gleich da und dann schauen wir mal, was Dennis so sagt heute. In seiner Firma hat Dennis eine riesengroße Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Elektroauto-Ladestation vor der Tür. So macht das Ganze Sinn. So, und da bin ich bei Dennis. Ja, moin. Moin. Welche Kamera muss ich jetzt gucken? Du kannst gucken, wohin du willst. Ja, gucken wir mal schauen, wie wir das nachher zusammenschneiden. Ja. Wir wollen hier heute bei Moin Tesla in deinem neuen Format was zusammen aufnehmen. Hab mich gefreut, dass das geklappt hat. Und ja, beeindruckendes Büro hast du hier. Mit ganz vielen Equipment. Das wäre auch vielleicht mal ein interessantes Thema für ein Video. So, what's my gear machen wir mal. Also, womit film ich, was habe ich angesammelt, wie funktioniert das eigentlich, wenn Dennis Wittus ein Video macht. Kennengelernt haben wir uns ja, wenn auch nur flüchtig, beim E-Cannonball, so zwischen Tür und Angel, zwischen Ladesäule, Burger und das erste Mal persönlich. Das erste Mal persönlich und das habe ich zum Anlass genommen, um
zu sagen, wir sollten uns mal persönlich kennenlernen. Insofern freue ich mich, heute hier zu sein. Ich freue mich ganz besonders, dass du den Weg hier zu mir geschafft hast und in mein kleines Büro und die Sendung Moin Tesla. Die hat sich ja jetzt in Windeseile irgendwie entwickelt mit Gästen und es macht mir richtig Spaß. Und schönes Format. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier richtig Content produziert. Ja, also tolles Format, Glückwunsch. Und ich glaube, das wird eine gute Sendung, was wir hier heute machen. Ihr könnt euch das angucken. Wann kommt das auf deinem Kanal? Das kommt am Mittwochmorgen, also immer mittwochs um 8 Uhr ist Upload. Mittwochs um 8, jeden Mittwoch um 8 Uhr danach stellen, dann musst du ja auch Themen liefern. Ne? Ist ja schon ein gewisser Anspruch, dann auch mittwochs immer was zu haben. Ja, ich habe gesehen eigentlich, dass ich so viel in meiner Kiste hatte, was ich angesammelt habe, wo ich auch als Kommentare, was gekommen ist, wo die Leute gesagt haben, ey, sag da mal was drüber, dass ich mir überlegt habe. Ich sammle das in der Kiste und mittwochs haue ich das raus. Ja. Also meine persönliche Sicht, es wird keine News-Sendung, also schräg hat seine News und das ist ein tolles Format. Es soll anders sein. Es ist meine persönliche Sicht, es sind die Themen, die mich die Woche über beschäftigt haben. Und wenn mich die Woche mal über nichts beschäftigt hat, dann wird es eine kurze Sendung geben heute. Also heute ist eine längere Sendung geworden und wenn mich nur ein Zeitungsartikel beschäftigt hat, dann kommt der Zeitungsartikel dran und dann sage ich Moin und schönen Tag noch. Also ich sehe das locker und wenn ich jetzt mal eine Woche nicht da bin oder ich muss auf Messe oder in Urlaub, dann gibt es einen Community-Post, die Sendung fällt diese Woche aus, wir sehen uns nächste Woche. Ja. Punkt. Gut. Gibt ja noch Privatleben, Job, Familie, gibt alles noch neben YouTube. Ja, genau. Ja, spielt auch noch eine wichtige Rolle. Ja, wir haben aufgezeichnet hier mit deinem Equipment. Ist toll geworden. Und ich denke mal, Mittwoch, morgen um 8 könnt ihr euch das angucken auf dem Kanal von Dennis Wittus. Dein Kanal entwickelt sich toll, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir mal angeguckt, dass überhaupt die Elektroauto-YouTube-Kanäle ein größeres Wachstum haben als die YouTube-Kanäle, die sich nur mit Autos beschäftigen. Das hast du analysiert. Ja, das habe ich mir mal angeguckt, dass die Zuwachsraten, also es scheint doch ein gewisser Bedarf da zu sein, die Kanäle, die nur normale Autos testen, gibt ja genug davon, die haben auch Wachstumsraten, aber nicht so stark wie YouTube. E-Auto-YouTuber, so. Ich habe mir, man kann das ja sich genau angucken, da gibt es eine Plattform, Social Blade heißt die, da kann man die Kanäle raten. Und es gibt so gewisse Grundregeln bei YouTube. Du musst mindestens 2 Videos die Woche machen und regelmäßig Content liefern und kommentieren und sonst was. Aber bei den E-Mobilitätskanälen ist das scheinbar alles nicht so wichtig. Ja. Und du kannst, also Social Blade sagt bei mir, dass ich innerhalb von einem Jahr, wenn ich so weitermache, bei 24.000 Abonnenten wäre. Wahnsinn. Bei dir sagt Social Blade das ganz ähnlich. Mhm. Also da steckt unheimlich Musik drin. Da bin ich mal gespannt. Dann sitzen wir am Ende irgendwo nur noch in Hawaii auf der Terrasse und beim Cocktail und machen YouTube. Ich weiß nicht, da steckt zwar viel Musik drin, aber ob da so viel Geld drin steckt, dass wir dann auf Hawaii sitzen, glaube ich eher weniger. Aber ich finde, es ist eine schöne, wie soll man das sagen, man macht das ja für eine Community da draußen und ich finde, es ist ein schönes Anerkenntnis, wenn man Klicks kriegt, Kommentare, also für mich sind immer die Tatsache, wie häufig das geklickt worden ist, ist für mich immer ein Thema. Daran sieht man ja, hat das Interesse, traf das auf Interesse oder eben nicht. Ja. Kommentare finde ich ganz toll, mit anderen zu kommentieren, wie seht ihr das, darauf einzugehen und dafür mache ich das. Ja, ich bin damit ja auch ganz angefangen, ich habe die Amerikaner geguckt, ich habe deinen Kanal geguckt und wollte für meine Firma was mit YouTube machen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das E-Auto die Leute viel, viel mehr interessiert. Mhm. Und dann habe ich den Tesla abgeholt und hab das gefilmt. Und das war das erste Video, was Aufrufe hatte, so, wo man über eine Schwelle gekommen ist. Ja. Und dann hat sich das ja so rasant entwickelt, dass ich vor letztes Jahr im Frühjahr gesagt habe, so, jetzt ist erstmal Schluss. Ja, ich bin irgendwie leer und so. Und in der Zeit habe ich die Akkus gut aufgeladen und auch die Ideen wieder gut aufgeladen. Und wenn ich jetzt sehe, wie das abgeht und wie man die Response vom Publikum kriegt, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dann muss man eigentlich weitermachen. Und ich habe da jetzt richtig Lust zu. Und mittlerweile ist es auch so, dass
Leute auf mich zukommen und sagen, Dennis, wir haben eine gute Sache am Start, kannst du darüber nicht berichten und so. Das ist auch was, was zurückkommt. Ich kann das hier vielleicht mal bei dir spoilern. Ich bin in Gesprächen oder wir sind eigentlich fertig mit dem Bremer Energieversorger, der in die SWB, der in Bremen die Ladeinfrastruktur massiv ausbauen wird. Und die suchen ein Gesicht, das Ganze vermittelt und promotet und nach außen trägt, und so werden wir demnächst zusammenarbeiten. Und das ist für mich natürlich auch ein ganz großes Kompliment, dass die auf mich zukommen und sagen, wir machen hier eine gute Sache, wir sind deckungsgleich, denn ich will ja die Infrastruktur hier auch voranbringen, das mache ich auch in meiner Firma. Und das ist für mich ein tolles Benefit. Ja, toll, du bist ja auch authentisch, du fährst ja elektrisch und bist ja kein Testimonial, was man da irgendwo gebucht hat und da vor die Ladesäule stellt und abknipst, sondern das ist ja, du stehst ja für das, was du da sagst. Finde ich gut. Also, das wäre ein tolles Projekt. Ja, also, wir haben hier heute gedreht, morgen auf dem Kanal von Dennis, den ihr mit Sicherheit alle kennt, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn nicht, dann solltet ihr da einschalten und bin gespannt. Aber wir gehen jetzt noch was essen. Wir gehen jetzt noch essen. Genau. Machen uns noch einen schönen Mittag. Und und morgen 8 Uhr. Ich freue mich auf euch. Oder später. Also bis dann. Tschüss. An dieser Stelle, lieber Dennis, es war ein toller Tag mit dir. Wir haben tolle Sachen zusammen besprochen und zusammen gedreht und uns ausgetauscht. Es war wirklich sehr, sehr interessant, mit dir sich zu unterhalten und auszutauschen. Und davon lebt ja diese Elektroauto-YouTube-Szene, davon, dass man miteinander spricht und sich austauscht und vernetzt. Das fand ich wirklich ganz spannend heute. Soweit zu meinem Date mit Dennis Witthus. Und das Video, was wir beide gedreht haben, seht ihr morgen um 8 Uhr auf seinem Kanal. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Auf bald. Denkt dran, am Freitag das Video vom Hyundai Nexo. Wasserstoff, ich weiß, ist so eine Sache. Aber der Wagen ist toll. Schaut es euch an. Ich bin mit dabei. Wir chatten zusammen, während die Premiere läuft. Freitag, 7:45 Uhr, der neue Film von 163 Grad. Ciao, auf bald.